meine Lieben, ich bin's wieder, eure Lana. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt zu einem neuen Video von mir. Und heute geht es um das Thema Tagesfasten, meine Lieben. Ich kriege ja so viele Fragen zum Thema Fasten, vor allem natürlich auch zum intermittierenden Fasten. Aber was ist denn jetzt auch mit dem Tagesfasten, mit dem 24-Stunden-Durchfasten, ja? Das würde ich euch tatsächlich ab und zu mal empfehlen, um einen Restart vom Körper zu haben. Ich muss ehrlich sagen, ich habe in der letzten Zeit so viele Feierlichkeiten und irgendwelche für mich Cheat Meals gehabt, wo man am Abend irgendwelche veganen Cakes noch isst, die zwar natürlich vegan sind und zuckerfrei, aber da waren etliche Datteln drin und irgendwelche hat man dann Datteln nochmal mit Erdnussmus getaucht und so, alles super lecker, aber es war einfach zu viel, Leute. Es war tatsächlich auch für mich mega zu viel und einfach um den Geschmacksnerven nochmal so ein Restart zu geben, sprich, dass sie sich einfach nochmal regenerieren und dass man wieder auf natürliche Weise Hunger und Sättigung verspürt und wieder sich freut und diese Süße auch extrem wieder empfindet, ja, weil wenn man nämlich extrem süß was gegessen hat und danach einen Orangensaft trinkt zum Beispiel, obwohl der süß ist, kommt er einem als nicht mehr so süß vor, ihr wisst, was ich meine, ja, also wenn man auf einem hohen Süßigkeitslevel ist, dann kommen einem die süßen Sachen, die man früher als sehr süß empfunden hat, als Pfad vor, sagen wir es mal so, ja. Und um da nochmal einen Restart zu haben und natürlich auch den Körper auch ein bisschen zu entlasten, wenn man in der letzten Zeit so viel gegessen hat, finde ich ein Tagesfasten sehr, sehr gut. Also mindestens ein Tagesfasten, ja. Und wie das Ganze vonstatten läuft und was ihr zu beachten habt, das möchte ich euch in diesem Video erzählen. Und wir kommen direkt zu Punkt Nummer 1, zu der Methode. Was würde ich euch empfehlen? Beim Fasten gibt es ja unterschiedliche Möglichkeiten. Manche machen Smoothie-Fasten, manche machen ein Saftfasten. Und das, was ich euch empfehlen würde, ist tatsächlich ein Wasserfasten. Sprich, wir trinken keine Säfte, die ja wieder Vitamine, Enzyme und so weiter haben, was der Körper auch wieder verarbeiten muss, die vielleicht auch ein bisschen süßlich sind, ja. Wir trinken auch keine Smoothies, die ganz viele Ballaststoffe auch haben, was alles super ist, ja. Aber das Wasserfasten ist halt nochmal der Punkt, der euch in der kürzesten Zeit am meisten bringt, sage ich jetzt mal, auch was die Geschmacksnerven und so angeht, ja. Um wirklich nochmal alles auf Punkt Null zu setzen. So, das ist also die Methode. Dann der richtige Zeitpunkt, Leute. Der richtige Zeitpunkt ist sofort. Und zwar, wenn das dir in den Kopf kommt, dann machst du es einfach. Bei mir war es zum Beispiel so, dass ich leicht gekränkelt habe, ja. Und dann habe ich mir gedacht, so, das ist eigentlich der ideale Zeitpunkt, weil dann hat man sowieso nicht so viel Hunger. Und es hilft auch bei der Regeneration. Aber auch wenn du jetzt nicht kränkelst, ja, ich sage nur eins, lieber unperfekt starten mit der Motivation, als perfekt zu warten. Ja, also ich hatte hier auch noch den Kühlschrank voll und habe sogar 3 Tage durchgefastet. Und zwar nicht, weil ich es vorhatte, ich wollte eigentlich nur einen Tag fasten, sondern weil ich keinen Hunger hatte. Und da kommen wir auch schon zum Punkt Nummer 3. Und der Punkt Nummer 3 ist die Dauer. Wie lange machst du das? Und du machst es so lange, ja, du nimmst dir einen Tag vor und machst es auch einen Tag. Und wenn du danach wieder Hunger hast, dann fängst du wieder an zu essen. Und das ist nämlich das Schlüsselwort, Hunger haben. Und wenn du aber keinen Hunger hast nach dem einen Tag, dann heißt es, dass dein Körper noch ausreichend Reserven hat und dass er von denen noch zehren kann, ja. Wenn du danach noch keinen Hunger hast, dann setzt du noch einen Tag dran, ja. Und wenn du danach noch keinen Hunger hast, dann machst du halt noch mal einen Tag länger. So lange, wie du dich gut fühlst, ja. Also du sollst jetzt hier natürlich auch nicht am Boden kriechen und total fertig sein, sondern dich auch noch fit und vital fühlen in dieser Zeit. Und das soll deinem Körper auf jeden Fall helfen und nicht schaden, ja. Aber mindestens 24 Stunden, mindestens ein Tag sollte es auf jeden Fall sein. So, dann viertens, was beim Fasten immer in der Apotheke empfohlen wird, sind so Abführmittel, dass man den Magen-Darm einmal komplett leer macht und quasi einen leeren Darm dann hat und es nur noch um die Regeneration geht und nicht mehr um die Verarbeitung. Ja, das kann man machen, wenn man jetzt quasi auch länger fastet, würde ich nochmal ein separates Video vielleicht dazu machen. Beim Tagesfasten würde ich es aber nicht empfehlen, Leute. Und das, was in den Abführmitteln drin ist, das wollen wir sowieso absolut gar nicht haben. Ne? Gibt es auch andere Möglichkeiten. Aber musst du nicht, ja? Also ich würde in dieser Zeit keine Abführmittel nehmen, keine Supplements nehmen, auch wenn du normalerweise irgendwie, was weiß ich, Vitamin B12 oder D3 oder Omega-3 supplementierst. Beim Tagesfasten lässt du wirklich den Körper nichts verarbeiten, auch nicht deine tollen Supplements. Das hält ja schon mal einen Tag aus, ja.
Und was die Abführmittel angeht, das brauchen wir auch nicht. Das kommt alles auf natürliche Weise wieder raus. Es ist nämlich so, dass du beim Fasten, auch wenn du täglich nichts isst, wahrscheinlich noch 3, 4 Tage auch noch normal groß auf Toilette gehen musst, weil der Darm eben so ein krasses Volumen hat. Also das ist auch eine Erfahrung, die muss man erstmal machen. Dann versteht man erst, dass das, was man quasi, was heute rauskommt, wahrscheinlich vor 4 Tagen erst gegessen wurde oder vor 3 Tagen. Ne? So groß ist der Darm, das muss einem erstmal bewusst werden. So, und Punkt Nummer 5 ist auch ganz, ganz wichtig. Wir liegen natürlich nicht auf dem Sofa in dieser Zeit und sind total schwach und beten, dass die 24 Stunden vorbei sind, sondern was super, super gut ist für unsere Zellen auch, ist frische Luft und Bewegung. Das heißt, wir gehen raus, gehen ein bisschen spazieren. Wir gehen natürlich nicht irgendwie jetzt extrem Sport machen und uns auslassen, außer du hast die Kraft. Ja, also es ist alles ein kann, aber nichts ein Muss. Was aber ein Soll ist, ja, ist natürlich Bewegung und frische Luft. Ich würde dir empfehlen, ein bisschen spazieren zu gehen, frische Luft zu tanken, wirklich bewusst ein- und auszuatmen und ja, das dein Leben ein bisschen zu entschleunigen und nicht nur deinem Körper ein bisschen Ruhe und Regeneration zu gönnen, sondern auch deinem Geist. Lese ein bisschen was, komm wieder zur Ruhe, besinn dich auf das, was du wirklich willst, und dann werden diese 24 Stunden für dich Wellness sein und keine Qual. So sehe ich das nämlich immer an. Ja. Also in diesem Sinne, meine Lieben, ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Wenn dem so ist, würde ich mich natürlich sehr über einen Daumen nach oben freuen. Und lasst mir natürlich auch gerne ein Abo da, wenn ihr mich noch nicht abonniert habt, um kein neues Video zu verpassen. Die Videos kommen immer dienstags, freitags und sonntags kommt immer ein Full Day of Eating Video online. Und das nächste Mal mache ich ein Full Day of Eating zum Thema Fasten. Spaß. War natürlich ein Scherz. Ja, ihr wisst, was ich meine. Ich sende euch alles, alles Liebe. Macht's gut, ciao. Eure Lana.